Hi und ich grüße euch zu einem neuen Video hier vom Wasser aus. Endlich ein neues Video, endlich wieder draußen bei schönstem strahlendem Sonnenschein. Und was ich heute vorhab, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, was habe ich heute vor? Wir haben den 16.07., das heißt, die Wölse sind in ihrer Schonzeit. Und ich habe mir überlegt, spontan jetzt, da das Wetter so schön ist, ein bisschen aktiv rauszugehen. Jedoch nicht mit Holz und Würmern, sondern mit der Spinnrute. Ganz wenig Gepäck mit, Spinntasche, Sonnencreme ist ganz wichtig. Und Verpflegung, Getränke, Essen. Und das war es eigentlich. Und noch eine Warthose, falls ich das Boot irgendwo anbinden gehe oder so, dann vom Ufer aus ein bisschen werfen werde. Aber es ist nicht wirklich viel dabei. Und ja, wie gesagt, ich habe mir überlegt, jetzt aktiv rauszugehen. Bei uns ist es nämlich jetzt so im ganzen Juli eigentlich gewesen, dass es tagsüber so wie jetzt strahlend blauer Himmel ist. 33, 35, teilweise 37 Grad. Und dann gegen Abend hin sind dann immer so richtige Wärmegewitter aufgezogen. Also wirklich fast jeden Tag mit Hagel, Sturm, Blitz, Donner, alles was dazugehört. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe einfach schnell, spontan mit dem Boot aktiv raus, um dem Gewitter zu entgehen. Und ja, Safety first sage ich auch mal. Ja, ich werde es so probieren. Was man auch sagen kann, durch diesen Dauerregen, was man da mal sehen kann, der Fluss ist komplett eingetrübt, dreckig und grün. Ja, für die Hecht- und Zanderangler unter uns ist das wahrscheinlich ein Dorn im Auge, aber für uns Wölsangler ist das oder sind das gute Voraussetzungen. Schauen wir mal. Ich bin froh draußen zu sein. Es ist schönes Wetter. Ich bin alleine hier, also weit und breit niemand. Und ja, ich werde jetzt verschiedene Spots anfahren und mit den verschiedenen Köder die Spots anwerfen. Gummifisch, Blinker und so weiter. Und ja. Schau mal, ob sich ein Fisch überreden lässt. Mega wär's natürlich. Aber ich mache mir da keinen Kopf, ich mache mir da keinen Stress. Ich gebe mein Bestes und dann halte ich euch auf dem Laufenden und ich starte jetzt mit den ersten Würfen. So Leute, die Qual der Wahl, welchen Spinnköder nehmen wir? Schreibt an dieser Stelle mal in die Kommentare, welchen Spinnköder ihr bevorzugt, beziehungsweise welchen ihr jetzt bei diesen Gegebenheiten da nutzen würdet. Würde mich interessieren, schreibt das in die Kommentare. Ich werde es jetzt erstmals mit dem Baby Cranker in Grün versuchen. Der ist schwimmend, also der läuft ganz knapp unter der Wasseroberfläche. Und so werde ich dann unter die Bäume, neben das Holz und so weiter, neben die Hindernisse, das anwerfen und wie gesagt, ganz knapp unter der Wasseroberfläche den Köder langsam zu mir einholen. Und ich werde jetzt ein bisschen Strecke machen nachher. Ich fahre da auf bis zum Schilf einmal, das ist einmal der Plan. Und dann meine zweite Option, mein zweiter Köder wird sein ein Gummifisch. Und den möchte ich dann
auswerfen, auf den Grund absinken lassen, kurz einholen, dass er wieder steigt und dann wieder auf den Grund absinken lassen. Also dass ich so im Zickzack vom Grund 1,5-2 Meter ankurbel und dann wieder abfallen lasse und so dann den Grund abtaste. Ist die zweite Option dann und ja, das ist einmal der Plan. Jetzt versuche ich es einmal mit dem Cranker und ja, mal schauen. Ich bin gespannt, freue mich mega und ich mache jetzt weiter. It was at this moment that he knew he fucked up. Kurzes Update von mir. Ich bin jetzt seit ca. 2 Stunden am Wasser. Ja, ohne Aktion leider. Ich fahre trotzdem weiter meine Strecke. Ja, beim Ufer entlang auf. Da ist es relativ seicht, also ich schätze um die 2 Meter. Ja, unten weiter war es ein bisschen tiefer. Ich fahre jetzt ein bisschen weiter auf. Schau, ob ich einen tieferen Bereich finde. Das habe ich jetzt deshalb so interessant gefunden, weil da drüben ist ein, ich weiß nicht, ob man es hören kann, Bacheinlauf, und das ist natürlich immer ein guter Platz, Sauerstoff und so weiter, frisches Wasser, weil jetzt durch die stickige, warme Sommerzeit ist ja das Wasser sehr sauerstoffarm und da sind so Sauerstoffquellen eigentlich immer Hotspots. Ja, ich werde es weiter probieren, die Sonne knallt richtig runter, also da ist das Käppi und die Sonnencreme schon vom Vorteil, beziehungsweise ein Muss. Was gibt es noch zum Sagen? Einen Gummifisch habe ich schon fast verloren, weil natürlich, wenn man so dicht an den Hecken und bei den toten Bäumen angelt, dann ist die Gefahr der Hänger sehr hoch. Das habe ich dann Gott sei Dank geschafft, wieder raus zu manövrieren. Bin dann ums Hindernis umgefahren und habe von anderen Seiten Zug gegeben. Das hat Gott sei Dank geklappt. Und ja, ich ziehe jetzt weiter meine Runden, schmeiß weiter meine Gummifische und mal schauen, was passiert. Das Wetter heute dabei noch, aber es ist gegen 16 Uhr wieder ein Gewitter zu erwarten. Nichts Neues natürlich. Wir haben jetzt 11.30 Uhr. Ja, dabei schaut es noch dementsprechend gut aus. Ein bisschen Zeit ist noch, aber sobald sich das Wetter ein bisschen ändert, werde ich schauen, dass ich das Wasser verlasse, weil bei Unwetter, Blitz und Donner sollte niemand am Wasser sein. Ja, es kommt wie kommt und ich fahre jetzt weiter. Ja, der nächste Hänger war gerade, da ist sehr viel totes Holz, wie man sieht. Aber hinter Hindernissen sollten die Fische sein. Ja, den Hänger habe ich natürlich Gott sei Dank auch gelöst. Das ist halt so, wenn man dicht am Hindernis angelt, fischt. Ja, es ist wie gesagt sehr interessant, wenn man das sieht. Wirklich, wirklich sehr interessant. Lasst es mir wirklich in die Kommentare wissen, wie ihr da, beziehungsweise mit welcher Spinnköder ihr da jetzt angeln würdet. Würde mich wirklich interessieren. Ja, ich mache jetzt weiter Strecke drauf. Wie gesagt, da ist es sehr, sehr seicht. Also wir haben da so um die 2,5 Meter. Und sehr viel Holz, also wirklich, da ist fast jeder Wurf ist im Holz drin. Ist sehr risikoreich, manchmal bringt es Fisch. Ja, geht es in dem Fall nicht, außer Hänger. Aber ja, wir schauen vielleicht sonst, weil ich später mal in den Hauptstrom rausfahren, da ist es etwas tiefer.
etwas mehr Strömung, obwohl heute ist eigentlich eh weniger Strömung. Und ja, mal schauen. Ich mach weiter. Ja, es ist jetzt wieder eine halbe Stunde vergangen und ich habe die erste Attacke verzeichnen können auf dem Gummifisch. Aber wie es ausschaut, war das ein kleiner Hecht von den Spuren her. Ja, die Hechte finden natürlich auch Gefallen an den Gummiködern. Ist natürlich normal, aber ich werde jetzt weitermachen. Jetzt werde ich einen anderen Gummifisch aufhören und dann weitermachen. Ein bisschen Strecke machen und dann fahre ich langsam zurück. Und dann werde ich noch einmal die anderen Plätze da, wo es mir persönlich mehr gefällt, sympathischer ist, von der Wassertiefe her und so weiter, werde ich dort noch ein bisschen anwerfen. Aber es ist schön, da mal das Ufer weiter auf zu erkunden, für einen Ansitz einmal. Schaut nicht so schlecht aus. Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja hier und dann mal ein Ansitz. Ich mache jetzt weiter. Jetzt wieder langsam die Rückfahrt an, fahre dann noch ein bisschen das Ufer ab. Ich weiß nicht, ob man sieht da im Hintergrund beim Berg die Wolken, die was da drüber kommen, die schauen ziemlich gefährlich aus. Es donnert auch leicht im Hintergrund, also man hört es. Also wenn das drüber kommt, dann ja, ist wieder ein Gewitter am Start. Deswegen fahre ich langsam jetzt wieder retour in Richtung Hafen, dass wenn es zum Donnern und Blitzen und so weiter anfängt, damit ich schnell im Hafen bin und alles ausladen kann. Bis jetzt ist leider nichts mehr passiert, bis auf die Hechtattacke. Und ja, immer weiter. Es ist wirklich, wirklich brühend heiß. Also ich glaube, wir haben 36 Grad oder so. Und ja, nur der Versuch macht klug, ich mache weiter. Ich fahre weiter Richtung Hafen oben, lasse noch nebenbei ein bisschen die Gummis fliegen. Und dann hört es ja wieder von mir. Ja, wie man sehen kann, ich bin jetzt kurz am Ufer, habe mir da jetzt ein schattiges Plätzchen rausgesucht. Es ist wirklich brutal heiß, also die Sonne, die Hitze, das ist wirklich überhaupt nicht zum Unterschätzen. Deswegen immer Kappe und Sonnencreme und genug zum Trinken. Und trotzdem immer wieder ein bisschen eine Pausen gönnen, weil das ist sonst wirklich lebensgefährlich, sage ich einmal. Und ja, jetzt werde ich da vermutlich ein bisschen sitzen und mal die Wetter-Apps durchchecken, wie sich das Wetter entwickeln sollte. Nebenbei werde ich ein bisschen da vom Ufer auswerfen und ein bisschen runterkommen wieder und der Hitze aus dem Weg gehen. Und dann setze ich mich wieder aufs Boot und dann setze ich meine Reise fort, flussabwärts. Ja, schauen wir mal. Ja Leute, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinter den Bergen die Wolken oder die Wolke, Gewitterzelle, wie auch immer, die kommt drüber, definitiv. Das Donnern wird da immer lauter und immer öfters. Ja, es ist jetzt auch sehr viel Wind am Wasser, was man sehen kann. Ja, ich fahre jetzt oben Richtung Hafen, wir unten noch ein bisschen ein paar Würfe machen. Wir haben jetzt einen 14 Uhr,
Leider bis jetzt noch immer erfolglos, bis auf die eine Attacke da. Ja, wurscht. Egal, Hauptsache draußen, Hauptsache man versucht es. Jetzt ein bisschen der Wind, das ist sehr gut. Also gut für die Abkühlung. Ich verarbe, mache jetzt weiter, dann hört es ja wieder von mir. Alles voll Dreck. Jetzt kommt sehr viel Dreck runter im Fluss. Ist ja verständlich durch die ganzen Regenfälle jetzt in den letzten Tagen. Aber das ist brutal. Wirklich brutal. Ja, ich habe mir jetzt da unter der Brücke Schatten gesucht und ich tue jetzt dann da hinter den Brückenpfeilern im Strömungsschatten von den Brückenpfeilern. Da sieht man ganz schön, wo sich die Strömung bricht. Da werfe ich jetzt dann ein bisschen die Spots an, weil man weiß ja, durch die Brückenpfeiler im Strömungsschatten dahinter ist es strömungsarm, da sind Verwirbelungen dann, da spült sich die ganze Nahrung an, was den ganzen Fluss runterkommt und da sind dann auch dementsprechend Köderfische und da wo die Köderfische sein, da ist halt der Räuber nicht weit weg, so ist der Plan und ja, ich werfe jetzt da, wie gesagt, diese Spots hinter den Brückenpfeilern an, geht der Sonne ein bisschen aus dem Weg und ja, ich werde jetzt dann noch circa eine Stunde machen und dann werde ich auch langsam zusammenpacken. Es zieht nämlich jetzt dann schon extrem zu, das Donnern, wie gesagt, das wird alles viel schneller und lauter und ja, das kommt halt definitiv her, das Gewitter. Aber das Beste noch draus machen, wie gesagt, eine Stunde, eineinhalb werde ich noch versuchen machen. Das Ufer ein bisschen anwerfen und da die Brückenpfeiler dahinter. Mal schauen, nur der Versuch macht klug. Ja, ein kurzes Update und zwar da hinten beim Brückenpfeiler hat es gerade einen Biss bzw. eine Attacke gegeben auf den Gummifisch, aber leider war ich da mit den Gedanken ein bisschen woanders und habe den Anhieb zu spät gesetzt bzw. dann auch ins Leere gehauen. Ist wie ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen da verbleiben und den Platz nochmal anwerfen, ein paar Mal. Vielleicht lässt sich der Fisch noch überreden. Wir haben jetzt um 15.30 Uhr. Und ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen von einer Website, der ich da sehr vertraue bezüglich Gewitter und Wetter generell. Es ist ein Gewitter geplant um 16.30 Uhr bis 21 Uhr mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und so weiter. Wenn ich mir das da hinten anschaue, sieht es dementsprechend dann noch aus. Und ja, ich werde jetzt wie gesagt da noch ein bisschen kurz verbleiben, den Brückenpfeiler anwerfen und dann mache ich mich langsam auf dem Rückweg, lasse mich da dann beim Ufer entlang auftreiben. Der Wind druckt mehr flussaufwärts. Ja, ich werde an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonnieren und die Glocke nicht vergessen, damit ihr immer up to date seid, wenn ein neues Video kommt. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg am Wasser. Geht's raus, fangt ein paar dicke Fische und überzeugen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.